Baby, I think I've loved you more when we saw each other less regularly, and it gives me pain. No, I can't explain, it's just a feeling that I have. When I wake up early in the morning, you sleep on way past the dawning, and my thoughts go wild, creep up from behind, and make me lose you for a while. The wheel of time is turning, I crave the road I'm yearning. There's an unknown fire burning, and it will warm me, my hands and my feet. But will it warm you too? This urban life is rushing, always the same discussions. Give in, give out till we're blushing. After all, we settle softly. Yes, after all, it's true. Without you, I'm nothing. Regularly, but baby, don't you cry. This is no goodbye, I'm just uncertain. That's fine. Das sind so die Momente, wo ein Festival einfach Hühnerhaut macht, wenn man einen Long Tall Jefferson kann, neben das Gelände rausnehmen kann, ein kleines Privatkonzert haben von dir. Gerade vorher hast du ein Heimspiel gehabt, hier am Bisetz Festival. Wie war es? Ja, mega schön. Ja, ich bin jetzt gerade einfach so in, was ist das, vielleicht eine Stunde nach dem Konzert, und in, jetzt ist einfach gerade so Endorphin. Das heisst Müdigkeit oder doch noch Adrenalin? Was ist noch da an Gefühl? Ja, Adrenalin ist wahrscheinlich nicht mehr so viel rum. So genau komme ich nicht raus mit diesen körpereigenen Hormonen, aber also sicher Adrenalin gehabt vorher und dann auch während dem Konzert, aber ich konnte es auch geniessen. Und jetzt ist es einfach so, yeah, war schön gewesen und cool. Jetzt freue ich mich auf den Rest, der noch läuft. Ich freue mich aufs Essen, ein paar Freunde zu treffen, Family und so. Aber nur schon, als wir hierher gelaufen sind, hast du x Leute hier Hoi sagen. Es ist auch so, als Luzerner hier oben, man kennt einander, oder? Also ist das irgendwie speziell für dich, jetzt gerade hier zu spielen, vor Leuten, die dich auch wirklich gut kennen? Ja, es ist immer sehr speziell Luzern für mich. Also ja, ich komme halt so eben aus dem Hinterland, aus Buddisholz, und habe in Luzern gewohnt, studiert und so, und wohne aber seit 3 Jahren in Zürich und so. Es ist irgendwie immer auch so ein bisschen heimgekommen. Und ja, es ist irgendwie so, einerseits ist man vielleicht auch so ein bisschen nervöser noch, oder wenn man irgendwie weiss, so, hey, schau, die Leute, denen ihre Meinung ist mir mega wichtig so, und ich will, dass es denen gefällt. Und gleichzeitig weiss man aber auch, es sind mega viele Leute da, die einfach nur das Beste wollen für einen, und das ist einfach auch mega schön. Es ist wie beides. Ja, weil eine Frage eben, ich wäre wahrscheinlich noch ein bisschen mehr nervöser, wenn ich wüsste, dass da irgendwie alte Schulkollegen zuschauen. Wie ist das immer so, kommen die noch zu dir nachher und geben dir ein ehrliches Feedback, oder findet ihr eh alles super, was du machst? Ich weiss doch nicht, ob die mich anlügen oder nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wenn sie lügen, dann sind sie hure gute Lügner. Eben, du bist ja mit dem Pablo Nouvelle unterwegs, du bist jetzt auch hier mit einer Band und eben viel auch solo unterwegs, wie wir dich jetzt gerade gehört haben. Was siehst du, was ist doch der Unterschied, wenn du jetzt mit einer Band da bist und wenn du allein unterwegs bist? Gibt es irgendetwas, was du fast ein bisschen lieber hast? Ja, heute war halt mega speziell, weil heute war das erste Konzert Long Tall Jefferson mit Band. Insofern ist halt die Premiere, auf das bibbert man mega herren und so. Und da habe ich jetzt noch nicht die Erfahrung, um richtig zu sagen, was ist anders. Es ist halt einfach
Ja, ich habe so viel Solo gespielt die letzten zwei Jahre. Und dort weiss ich halt irgendwie auch, was mich erwartet. Und ich weiss irgendwie so, wenn ich in die Patsche gerate, dann kann ich und weiss ich, wie ich mich wieder rausmanövrieren kann meistens. Und, so. Und mit Band ist es wie so, ja, du gehst halt einfach auch ab. Aber es kommt halt mega, mega viel zurück und du spielst dann auch ein bisschen anders und so. Und es ist wie einfach, es ist etwas Neues und das macht mega Spass. Es ist halt irgendwie mega erfrischend, ja. Und was sicher ist, irgendwie gerade so das ganze Ding, das vor dem Konzert abgeht, oder ich meine, du kommst irgendwie an, machst Soundcheck, nachher musst du irgendwie warten, hängen und wenn du alleine bist, bist du halt echt alleine, oder? Und jetzt ist es halt so, hast halt Homies dabei und bist irgendwie mit Freunden dort und so. Das ist schon noch ein bisschen schöner. Ich wollte sagen, aber also, habe ich auch schon viel gehört, wenn du solo unterwegs bist, bist du halt viel allein. Du reisest allein dorthin, aber hast eine lange Zeit, bis du dann spielen kannst, bist die ganze Zeit allein. Wäre für dich aber schon nicht der Grund, zu sagen, solo mache ich jetzt weniger? Nein. Also, ich meine, wenn ich könnte, würde ich wahrscheinlich jede Show mit Band spielen und so, aber es ist halt immer auch eine Frage von x verschiedenen Sachen. Oder? Ich meine, hauptsächlich eine Budgetfrage. Und ich spiele einfach sehr gerne viel. Und ich muss auch viel spielen, das ist irgendwie so mein Brot. Und solange es sich nicht lohnt, irgendwie viele Leute mitzunehmen, gehe ich halt alleine. Also gerade im Ausland auch. Also im Ausland spielen wir mal eine Tour im Duo. Das bin ich auch mega gespannt. Also sicher auch mal etwas anderes. Mal alles ein bisschen ausprobieren. Und du hast ja auch viele Clubshows schon gespielt, jetzt wieder Festival-Saison. Was ist so der Unterschied, wenn du an einem Festival spielst und wenn du irgendwo drin spielst in einem Club? Ich finde es mega anders. Ja, in einem Club ist der Sound halt mega anders. So, die Leute sind viel mehr bei dir. Oder? Auf dem Festival geht der Sound halt einfach nie so ab der Bühne und der kommt nie mehr zurück. Und du siehst so die Leute, die schnarren, du siehst nie bis hinten, wo irgendwelche Leute ein bisschen sündeln und so. Und im Club ist es halt wie so, dort ist klar, wenn die Leute da sind, du siehst ihre Gesichter und wenn sie bei dir sind, dann weißt du, so, du hast den ganzen Raum für dich und du kannst dort rein. Hat deine, blöd gesagt, deine Kunst dort rein projizieren, oder? Das ist mega geil. Ich glaube, ich spiele eigentlich lieber Clubs noch so. Ich wünsche mir irgendwann so an den Punkt zu kommen, wo ich lieber Festivals spiele, weil ich weiss, so, alles funktioniert und es ist einfach so. Und das, ja, du kannst dann auch projizieren auf so einen quasi unendlichen Raum und es kommt einfach rüber. Aber im Moment ist es für mich irgendwie noch einfacher, so Räume zu lesen. Aber wenn man ein Festival eben, du sagst, dass die Leute irgendwie hocken da noch in der Sonne oder sie hocken vor allem auch. Da geht am Bisetzfest, weil man es auch schon gesehen. Oder die Leute reden miteinander, weil sie einander wieder sehen, nach langer Zeit. Also nervt das manchmal auch, wenn du auf der Bühne bist und merkst, ah, die Hälfte lässt vielleicht nicht ganz so zu, wie es schön wäre. Ja, also ich habe keinen Platz in meinem Kopf, um mich nerven über solche Sachen, wenn ich spiele. Dann ist es einfach so, hey, schau. Ja, ich schlage dann auch manchmal während Gigs, also weiss ich nicht, fair enough. Aber es gibt ja beides und ja, vielleicht zum Schluss noch. Wohin geht es mit Longtail Jefferson? Was steht als nächstes an? Was ist dein Weg? Ja, jetzt kommt dann bald die nächste Single und dann kommt im August die letzte Single vor dem Album und Anfang September kommt das Album raus, am 7. September. Und auf das freue ich mich mega. Und nachher spielen wir eine Clubtour mit der Band in der Schweiz. Ja, das ist so das Nächste. Premiere haben wir jetzt hinter euch. Ja, genau. Dann lassen wir dich heim wieder, oder? Als Bisetzfest und geniessen es. Merci, danke vielmals.